Und damit herzlich willkommen zurück. Kurze Unterbrechung. So, etwas längere Unterbrechung. Twinfurt, ich bin alleine zu Hause. Ich weiß, dass ich alleine zu Hause bin. Plötzlich kommen von unten Stimmen. Leicht creepy. Aber etwa nur die Schwiegermutter. Also alles entspannt. So. Wir tapern hier mal durchs Wasser. Ich glaube, nach dem Part nehme ich dann auch erstmal ein bisschen Cyberbonk auf. Bisschen ekelhaft. Okay, also ich kann hier unten lang. Ich kann aber auch hier oben lang. Guten Tag. Okay. Cool. Also habe ich mit gerechnet, aber wollte ausprobieren, was passiert. Wir schwimmen mal hier unten rein, würde ich sagen. Ich hoffe, ich komme wieder raus. Sorry. Was soll ich denn hier tun? Warum gibt es zwei Wege? Ich hasse es, wenn es zwei Wege gibt. Ah, hier ist ein Secret. Das hasse ich natürlich nicht. Wie komme ich hin? Gar nicht, würde ich behaupten. Also legitim. Gar nicht, würde ich behaupten. Gut, das ist wahrscheinlich nur, um mir zu zeigen, yo, da ist ein Secret. Ach ja, ich habe ja keine Luftprobleme mehr. Stimmt, da war ja was. Okay, what the fuck? Keine Ahnung, wie ich da unten hinkommen soll. Bin ich ganz ehrlich? Das ist ja quasi unter mir jetzt. Glaube ich. So, würde sagen, hier stehe ich safe. Aber auch wirklich gerade so, ey. Das war nicht so smart von mir. Bin ich ganz ehrlich. Meine Fresse. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Könnte auch im nächsten Raum sein, aber ich glaube, es war in dem hier. Also es wäre jetzt ganz rechts an der Ecke. Glaube ich. Das war echt knapp, glaube ich. Okay, ich muss da wohl hochspringen. Habe ich nicht mitgerechnet, bin ich ehrlich. Kommen und zurückfahren. Ist zu tief, oder? Keine Ahnung. Komm, fahr zurück. Danke. Ich habe jetzt keine Lust mehr, das nochmal mit euch anzugucken. Ich gucke mir jetzt einmal kurz ohne euch an. Und hole euch dann wieder dazu. Okay, ich habe einfach stumpf nachgeguckt. Es ist ein bisschen einfacher, in Anführungsstrichen. Hätte man drauf kommen können,
Ich hab's mir unten einfach nicht gut genug angeguckt, bin ich ehrlich. Warum mache ich das? Ich lerne noch nicht, ne? Ich muss sagen, die Ecke finde ich hier nicht cool. Ich mag es nicht, wenn man auf irgendwas stundenlang warten muss. Na, ich warte jetzt darauf, dass es hier hinfährt. Dann warte ich darauf, dass es zurückfährt. Dann laufe ich dem Ganzen hinterher. Drehe fünfmal in der scheiß Kurbel. Will zu viel, geh wieder drauf. Dauert wieder 25 Minuten, bis ich wieder hier an der Stelle bin, weil ich jetzt hier wieder drauf warten darf. Oh, Alter, ist das uncool gemacht. Man kann nicht schnell an dem Rad drehen. Ja, scheiße gemacht, sorry. Also, ich mach's nicht besser, dadurch, dass ich dumm bin, aber es ist halt trotzdem scheiße gemacht einfach. So. Ich glaube, es reicht. Ich hoffe, es reicht. Denn, wenn man die Ecke dreht, dreht man natürlich auch das gegengesetzte Rad. Man sieht ja, dass einer nach unten weggeht. Und es müsste der hier sein. Ich habe nur gesehen, dass er den seine mittige Position gedreht und dann hochgegangen, runtergegangen ist. Und natürlich komme ich da nicht ran, so richtig? Ach, oh, Gott bless. Hätte man drauf kommen können. Schatten am Mittag. Hätte man wirklich drauf kommen können. Aber ich hatte jetzt keine Lust, 25 Minuten lang rumzuprobieren und dann doch nachzugucken, also habe ich einfach direkt nachgeguckt. Übrigens wieder in dem Walkthrough, den ich schon die ganze Zeit schaue. Der spielt übrigens nicht flawless. Ist mir aufgefallen. Und wir haben schon echt viel Progress heute gemacht. Nee. In die Richtung habe ich nicht gedreht. Verfickte Scheiße! Also no joke, das macht hier so minus 20 Spaß ungefähr. Ich finde das so hart unspaßig. Die Stelle. Weil die hat nichts mit Skill zu tun. Die hat einfach nur was damit zu tun, yo, wie gut kannst du abpassen, ob du im richtigen Moment drehst oder nicht. Ich möchte anmerken, ich habe schon 25 Mal so weit in dem Schatten gestanden, also so weit in dem Licht gestanden, ist nichts passiert. Oh, guck mal, es passiert nichts, wenn ich im Licht stehe. Hm, komisch. Oh, Spaß, ich darf nochmal hin und her rennen. Einfach gutes Play-Feature. Boah, macht das Hardcore keinen Spaß. Alter! Junge, macht das gerade keinen Spaß, ey. Vor allem ist es ja wirklich jedes Mal einfach nur abwarten, dass diese Scheiße hin und her fährt, ne? Warum macht die überhaupt Pause an einem Ende? Nee, ich muss weiter reingehen, weil das Ding ist jetzt weiter oben. Dadurch ändert sich die Perspektive. Nee! Ich hab nach oben gedrückt, sofort.
mach nochmal einen Zwischenschritt. Ich will nicht nochmal drauf gehen, Alter. Also prinzipiell gute Idee, aber leider schlecht umgesetzt. Jetzt warte ich nochmal eine Runde, weil ne, der Scheiß muss ja sonst jedes Mal neu gemacht werden, weil irgendwas speichern ist ja überbewertet. Boah, bin ich wütend, Alter. Das hat einfach keinen Spaß gemacht, bin ich ehrlich. Ich bin echt froh, dass ich nachgeguckt habe, wie das funktioniert, weil ich ja sonst wahrscheinlich noch fünfmal gestorben wäre dabei. Okay, ich möchte anmerken, ich kann auch hier in den Tank rein, ne? Passiert da irgendwas Creepyes? Servus. Oh Leute, also dann hätte dein Tank einfach ein bisschen kleiner machen können, ne? Dass ich nicht erst eine Stunde runtertauchen kann. Vor allem der ist, glaube ich, auf der Innenseite viel größer, weil es auf der Außenseite von außen ist. Meine Güte. Ja, nee, okay, der ist schon echt groß von außen. Habt ihr recht. So, Achtung, Magnetismus. Ne, haben wir gesehen. Mhm. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe gerade nach oben geguckt. Und jetzt mache ich was hier unten. Ist das der Tank? Ja, ist der Tank. Okay, cool. Gut, also hier komme ich zurück. Hier liegen wieder Tapes rum. Was ist denn rechts? Und mich erstmal unten gucken. So. Ich glaube, ich mache den Scheiß zu, damit ich dann nicht wieder reinfallen kann. Aber nach rechts umgucken wollte ich mich trotzdem noch. Servus? Schön, dass die Kamera so langsam dreht. Guten Tag. Sieht mir schon wieder sehr ungesund aus, bin ich ehrlich. Aha, verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich nicht. Ah, verstehe ich glaube ich doch. Habe ich glaube ich doch verstanden. Ist es eine gute Idee, darauf stehen zu bleiben? Und jetzt? Sollte das einfach nur ein Leercase quasi sein? So hier, das geht übrigens auch. Der fährt auf jeden Fall jedes Mal ein Stück weiter. Komme ich damit irgendwo hin? Nö, glaube nicht. Ich glaube, das sollte einfach nur ein Leercase sein. Oder ich hätte ihn nach da oben haben sollen. Das kann auch sein. Weil wenn ich nicht drauf gestanden hätte, wäre sie von hier aus wahrscheinlich direkt nach da oben geflogen. Hätte ich da oben irgendwas mit der machen können? Dann bin ich. Ich springe mal kurz um und probiere das aus. Okay, von hier oben runterspringen reicht nicht, aber wir haben ja zum Glück so eine Kiste hier.
die mich leider nicht umbringt. Feck. Okay, also wenn ich sie hier oben gebraucht hätte, ist jetzt blöd gelaufen. Ich krieg sie nämlich nicht mehr nach hier oben. Glaube ich. Ich kann mich nicht ersäufen. Und ich kann mich nicht mit der Kiste erschlagen. Wovon ich ausgegangen bin, ehrlich gesagt. Ich könnte zurück zum Sturmschocker gehen, ne? Kann ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bin hier runtergesprungen, ne? Yep, ich bin hier runtergesprungen, okay. Könnte heißen, dass ich dadurch jetzt ein Dingens nicht mehr kriege. Das würde mir sehr wehtun. Oder ich kann gar nicht weiterspielen. Das kann auch sein. Guck mal, hier ist nämlich auch so ein Ding. Hiermit kann ich mich aber umbringen, oder? Nee, ich springe beiseite natürlich. Okay, also hier sind die. Ich meine, theoretisch kriege ich den noch hier hin, ne? Aber halt nicht schön. Ja, ich glaube tatsächlich, ich muss den hier hinkriegen. Ich wüsste zumindest nicht, wie ich sonst hier hinkommen soll. Da hinten ging übrigens ein gelbes Kabel rein. Also entweder ist oben rechts ein gelbes Kabel oder hier oben, hier unten rechts. Und ich glaube, ich muss das Ding hier kriegen. Sagen wir so, ich bin mir recht sicher, ich muss das Ding hier kriegen. Dafür habe ich jetzt eine einzige Möglichkeit. Ich könnte laden. Oder ich hätte das Ding halt die ganze Zeit... Ich glaube, er hätte nachgespeichert, oder? Nee, hat er nicht. Gut. So, weil im Endeffekt ist das Ziel halt, den auf die Schräge zu kriegen. Ich hätte natürlich jetzt die ganze Zeit nach hier hüpfen lassen können. Er ist nicht so weit geflogen wie eben gerade, das ist schon mal scheiße. Ich glaube, ich lade nochmal. Ich glaube einfach schnell, dass das schneller geht. Ja, also es ist beides möglich. Aber ich glaube, dass das hier der schnellere Weg ist. So. Ja, wir lassen ihn kurz runterfallen. Nee, aber nur einmal wollte ich drücken. Er ist wieder nicht weit genug geflogen. Ich hasse mein Leben, Alter. Es kann sein, dass ich gerade komplett auf dem Holzweg bin, aber ich glaub's nicht. Selbst wenn ich es nicht bin, möchte ich es ausprobieren, ob es funktioniert. Ich will den da oben haben. So. Nee, ich krieg's nicht mehr hin. Was ist denn, wenn ich auf der linken Seite stehe? Also hier quasi. Boah, ist das nervig, Alter. Kurzer Vorschlag. Ich guck mal kurz nach, ob das, was ich machen will, überhaupt Sinn macht. Weil wenn nicht, lasse ich das. Bis gleich. Okay, ihr werdet wahrscheinlich vor eurem Bildschirm sitzen und mich anschreien und euch denken, sag mal, bist du eigentlich geistig behindert? Du kannst das Ding doch einfach ziehen. Darüber habe ich keine Sekunde lang nachgedacht. Also nicht mal ein bisschen. Nicht mal ansatzweise. Oh, wie ich dumm, ey.
Heilige Scheiße. Junge, ich lasse, Alter. Ja, 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 ja. Ich will. Nee, ich lasse es einfach unkommentiert. Meine Güte, ey. Gut, ich würde aber sagen, beim nächsten Mal finden wir hoffentlich das nächste Secret und machen da weiter, wo wir jetzt hier und heute aufhören. Ich wollte gerade sagen, lass mich wieder raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich will jetzt noch runter, ne? So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.